Hallo und herzlich willkommen zu Kingdoms. Wir spielen hier in Update 26, was vom 26.10.2015 ist, also brandneu. Ja, es ist jetzt ganz neu auf Steam rausgekommen, ich glaube gestern, also am 26. Heute ist der 27. Und ja, ich spiele das jetzt einfach mal. Es ist halt ein Early Access Game und wir lassen uns überraschen. Ich habe noch nicht wirklich reingeguckt. Wie immer, blind für euch. Wir generieren eine Create a New World. Das machen wir doch. Generate a New World. World Name. Ja, da müssen wir jetzt kreativ werden. Direkt schon am Anfang. Das ist natürlich schon schwierig. Wir nennen das natürlich Dark. Einfach. Einfach Dark. Die World heißt einfach Dark. NPCs on Map 1000. Ist Standard. Ist aber jetzt nicht so viel. Man kann 5000 machen. Komm, dann nehmen wir die goldene Mitte. Dann lassen wir uns mal hier 2500 NPCs. Kann man nicht genau treffen. Naja, nochmal 2504. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Day Duration Minutes of Real Time. Das heißt 10 Minuten Tag. Okay. Dann kriegen wir auf jeden Fall die Nacht mit, wenn wir jetzt spielen, ne? Machen wir einfach mal. Boah, die Musik machen wir erstmal auf. So, jetzt ist ruhig. Schön. Kann man sich besser konzentrieren, oder? Oder lassen wir es an. Kann man die irgendwo leiser machen. Egal, so machen wir mal Next. Da ist unser schöner Spieler. Den geben wir jetzt einen schönen Namen. Wie wird er wohl heißen? Natürlich Rathermoon. So, Head Type. Oh, es gibt verschiedene Head Types. Oh ja, so ein bisschen kann man damit rumspielen. 5 Stück haben wir, okay. Hier, ich mag den hier, der hat so schöne Segelohren. Den nehmen wir, ne, oder? Hier, der hat so schön ausgefallen. Das kann man den nicht hier drehen, das wäre schade. So, her auf. Ne, wir machen mal Methan. Okay, was hat der denn für ein Wischmopp auf dem Kopf sitzen? Alter. Ja, komm, den Bart machen wir auch noch an. Oh ja, richtig gut. Ja, und was haben wir hier? Und noch so ein bisschen mehr Bart. Okay, und dann machen wir noch. Die kann man jetzt ein bisschen ändern. Hier so ein schickes Grau oder was ist das hier? Alter, dann kann man hier schwarz. Schwarz und blond irgendwie gemischt. Das machen wir. Kann man das irgendwie. Ändert sich das jetzt, wenn ich das nochmal an- und ausschalte? Ne, irgendwie, so bleiben wir das. Oh, select a perk. Okay, was können wir denn für Fähigkeiten? Ein Digger zum Beispiel, dass er hier ein bisschen graben könnte. Ein Chopper. Das andere ist noch rot, das können wir nicht auswählen. Was gibt es hier unten noch? Was ist das hier? Scholor? Ein Schriftgelehrter oder was? Ein Schreiberling. Ein Worker, der kann wahrscheinlich gut arbeiten. Ein Trader, der gut handeln kann. Tja, ich würde mal sagen, wir machen hier Chopper. Wir machen hier einen Chopper. You are strong enough to chop trees. Ja, machen wir das doch. Oh, können wir noch weitermachen? Was haben wir noch? Wir haben noch 15 Punkte übrig. Wir können noch ein bisschen mehr hier machen. Das ist ja gut. Also, Tree Shoppen ist schon mal ganz gut. Also, you can use wood to make different things. Ach, komm, das machen, das lernen wir auch noch. Das ist super. Carpenter können wir noch nicht. Da brauchen wir noch 20 XP für. Jetzt haben wir noch 5 übrig. Da können wir wahrscheinlich noch irgendwie hier so einen Worker. Was kann denn der Worker? You can build houses using different materials. Okay, dann können wir noch ein Haus bauen. Das ist doch super. Können unser Haus, wir können Bäume fällen und wir können Häuser bauen. So, so verstehe ich das jetzt zumindest. So, dann generieren wir den mal. Mann, 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 was man hier nicht alles machen kann. Trees on Map 0. Achso, jetzt muss er die erstmal. Generation muss er jetzt machen. Eine Generation. Er muss die Welt dahin pflanzen. Oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Es passiert irgendwie gar nichts. Seht ihr ja gerade, ne? Wir haben keine Trees on der Map. Wir haben kein Essen an der Map. Und wir haben keine Ruinen. Cool. Was passiert hier? Nichts. Wir können nichts machen. Wir können einfach mal. Oh, jetzt. Oh, boah, guck mal, die Bäume. Boah, wie viele Bäume. Alter, Walter, 60.000, 70.000 Bäume, 80.000 Bäume, wenn wir die alle fällen wollen. Da sind wir eine Weile beschäftigt. 100.000 Bäume jetzt schon. Und man hört schon, es regnet. Oder sonst irgendwas. Boah, alter Falter. Oder Wind weht. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch nicht. Ich sehe das gleich wie ihr. Ja, erstmal schön 178.514 Bäume gepflanzt, 71.344 Food gibt's. Und da sind wir. Schön, wir können Tab drücken. Da haben wir hier unseren Kerl. Wir können hier zum Beispiel eine Axt in die Hand nehmen. Das ist schon mal gut. Machen wir doch, oder? Wir haben 100 HP und 100 Energie. Geilomatico. Schön, aber guck mal, sieht gut aus. Boah, Alter, was ist denn mit dem? Was geht denn mit dem Baum? Der hat ein paar Zuckungen, oder? Das ist schon ein bisschen extrem. So, wo sind wir denn hier? Sieht gut aus. Haben wir hier irgendwie eine Map oder sowas? Mal gucken wir mal. Was ist das hier? Quest complete. Okay, Rathermoon hier. Chopper, Benjamin Worker, das bin ich. Das sehe ich ein bisschen voll aus. Ich habe hier Level 1, 0 von 500 XP, Points 0, Reputation 0, Fame 0, Title 0. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Haben wir irgendwie auf M eine Map oder sowas? Ich hab da. Er wollte eine Map rausholen.
Fragezeichen. Und da hinten ist irgendwie eine Siedlung oder sowas. Oder irgendwie was. Da rennen wir mal hin. So, die Richtung gehen wir einfach mal. Hier ist ganz schön windig hier draußen. Oh, ein Hase. Moment. Hase. Nicht wegrennen, ich will dich doch töten. Habe ich jetzt gerade so gedacht. Doch, zumindest kann ich hier nicht. Nee, ich kann immer nur eine Sache in die Hand nehmen, oder? Ja. Okay, was ist das hier? Oh, sorry, das wollte ich nicht. Okay. Tab muss ich wieder drücken. Wo ist der Hase hin? Da. Kann ich den nicht irgendwie schlagen? Ich kann irgendwie gar nichts machen. Sieht mir so gerade irgendwie so aus. Wieso kann ich hier nichts machen? One-hand sword. Heavy and not so sharp. Usually used to hunters and. Ja, aber irgendwie muss ich ja auch springen. Okay, das ist hier. Achso, wenn ich laufe, verliere ich Energie. Okay, verstehe. Ich kann aber nichts machen. Vielleicht sollte ich mich mal irgendwie um die Steuerung kümmern nochmal. Back to Main Menu. Was kann ich denn da machen? Nee, wir laden die Welt mal wieder. Jetzt bin ich da natürlich rausgekommen. Ich Depp. Ja, ich muss aber kürzlich hier die Steuerung erstmal begreifen. Das ist ja nicht so einfach. Also, wie gesagt, ich mache alles blind. Also, wir können Tab drücken. Das ist schon mal gut. Ich packe es mal. Jetzt habe ich. Wo ist meine Axt? Jetzt habe ich die Axt jetzt weggeschmissen. Habe ich jetzt die Axt weggeschmissen? Habe ich das jetzt? Wo ist sie? Wollt ihr mich verarschen? Ja, die Axt ist jetzt weg. Weil ich das genommen habe und. Was habe ich damit gemacht? Habe ich das einfach hier hingeschmissen? Okay. Nicht so gut. Exit Kingdoms. Nein, back to my menu. Wir bauen. wir generieren eine neue Map. Wir nennen sie Dark 2. hat gut geklappt. Hat gut geklappt, würde ich sagen. World's Name Dark 2. Next. Das ist im Modus so eingestellt. Wir machen hier wieder den. Was? Wir müssen wieder neu lernen. Stimmt. Also Shopper lernen wir. Jetzt können wir das andere nicht lernen. Oder was soll? Learn. Shopper. Und das hier, was haben wir noch gelernt? Irgendwas ist doch jetzt. Die haben doch schon irgendwas falsch gemacht. Den Worker, okay. Alles gut. Und das ist jetzt wieder der Rather Moon. Generate. Jetzt müssen wir nochmal generieren neu. Alter. Wie geht denn das? Was ist denn da jetzt los? Was ist denn da jetzt verkehrt? Ich muss mal hier raustippen, während er lädt. Haben wir sonst nichts zu tun. Also irgendwie weiß ich noch nicht, wie ich das dann machen muss. Aber das kriegen wir schon noch raus. Das kriegen wir auf jeden Fall raus. Das kriegen wir auf jeden Fall raus. Was war da gerade für Töne? Man weiß es nicht. Man weiß es absolut nicht. Was ist denn jetzt hier? Ach, der lädt noch. Wir haben jetzt die Bäume gleich fertig. Die Bäume haben wir gleich fertig. So. Jetzt haben wir die Welt geladen. Okay, Moment. Jetzt sehe ich hier schön Ozean. Ich kann mich nur gerade nicht bewegen. Warum, weiß ich nicht. Ah, so, jetzt geht's. Jetzt geht's. Die Musik ist schon ein bisschen nervig, ne? Man kann die aber auch im Nachhinein nicht ausschalten, das ist gut. Die ist vor allen Dingen ein bisschen laut. Ich hätte die Musik ausstellen sollen. Ich kann auch nicht wissen, dass das so nervt. Ja, leuchtet bei uns, ihr merkt das schon. Ne, komm, wir gehen einfach wieder rein. Dark 2 war das Richtige, ja. Wir hoffen einfach, dass die Musik nicht so laut und nicht so nervig ist. Ja, genau, ich komme wieder genau dahin, wo ich auch. Alles klar. So, jetzt nehmen wir die Axt, packen die dahin. Return. So, jetzt müssen wir nur überlegen. Wir haben hier so ein Questbuch, da kann man. Tutorials, so guck mal. Boah, die Musik ist so nervig. Wenn ich jetzt das dritte Mal lade, dann haut ihr mich, ne? Dann ihr haut mich, wenn ich das dritte Mal neu lade. Aber dass man das nicht im Nachhinein ausstellen kann. Sehr nervig, sehr nervig. Also, können wir damit leben mit der Musik? Also mich stört es schon sehr. Moment, ich kann einfach mal hier das ein bisschen leiser hier in meiner. Wie mache ich das denn am besten? Ich mache einfach hier die generellen Sound ein bisschen leiser. Vor dem Spiel.
dass es nicht ganz so rumnervt. Oh, jetzt höre ich gar nichts mehr. Doch. Ich meine, dann wird zwar. Oh Mann. Dann wird zwar alles leiser von dem Spiel, aber. Nein, natürlich geht das nicht. Ich kann natürlich das Spiel nicht einzeln leiser stellen. Ach komm. Was soll das denn überhaupt für ein Scheiß jetzt hier? So, jetzt nochmal. Muss doch gegen hier. So, ich glaube, so kann man es überleben. Schon, ist schon laut. So, return. So, Tutorials. Controls, Kingdom Cons. Tab A fürs das Ding hier. M ist für die Map. Linke Maustaste Interact with Object. Rechte Maustaste Close. Exit Window. Macht er nicht. 1 ist Torch, 2 ist Item in Right Hand. Also 6 ist 2. Escape ist Pause. Alles klar. Also. Torch und. Ah ja, okay. Ach, das haut ab, das Hirschchen da hinten. Nee, es haut nicht ab. Warte mal, wenn ich jetzt hier. Erstmal muss ich das hier, glaube ich, aus der Hand rausnehmen und das in die Hand reinnehmen. Ah, ich drücke mal die falschen Tasten hier. Da muss ich mal klarkommen, dass das nicht mit Exit einfach ausgeht. Machen wir mal hier das Schwert in die Hand. Und jetzt gehen wir mal den Hirsch töten. Der rennt weg. Ich glaube nicht, dass wir den kriegen. Können wir laufen? Oh, wir können laufen. Oh, da ist noch ein Hirsch. Na komm. Stirb. Stirb. Na komm, er ist fast tot. Ich habe ein bisschen Fleisch gekriegt. Ja, geil. Läuft. Guck mal. Oh, geil. Das sieht schon richtig saftig aus, oder? Das ist richtig saftig. Wieso wird es doch immer schon Nacht? Ich habe doch eigentlich 10 Minuten eingestellt. Na komm, dann müssen wir mal die Fackel in die Hand nehmen, damit wir was sehen. Oh, da ist die Sonne wieder. Okay, dann mache ich die Fackel erstmal wieder aus. Geht das? Ja. Da ist ein Bär. Ich glaube, Bären sind mir jetzt. Ich will jetzt nicht zu Bären. Hinten gibt es. Achso, ich wollte ja Richtung Siedlung eigentlich laufen oder sowas, ne? Irgendwie sowas, was ich hier auch mal mitgesehen habe. Da ist doch direkt was vor mir. Da muss direkt was vor mir sein. Aber es ist total dunkel. Ich mache mal die Fackel wieder an. Ah, wenn man die Map in die Hand nimmt, nimmt er alles andere weg. Okay. Ah, im Dunkeln ist gut laufen, würde ich sagen. Wir haben nicht viel gemacht, ne? Die erste Folge ist nur, haben wir nur gequatscht. Was gibt's hier? Die haben alle ein bisschen Zuckung, dieser. Ich hau die auch mit der Axt. Der backt ein bisschen rum. Ich glaube, in dieser Folge werden wir noch diesen Baum hier fällen. Einfach, weil wir es können. Schauen wir mal. Oh, das sieht einfach aus. Einfach mal ein bisschen aufhauen. Geht ein bisschen Ausdauer runter, aber das ist ja nicht so schlimm. Guck mal, der blaue Punkt wird immer größer und größer. Und wenn der Knopf, wenn der voll ist, ist es fertig, wa? Schätze ich mal. Hopp, da fällt der Baum. Wir haben 2 Wut gekriegt und 10 XP. Oh, der fällt mir auf den Kopf. Vorsicht. Ja. Können wir den jetzt noch weiter bearbeiten? Und wir können ihn hier durch die Gegend schieben. Alles klar. Okay. Gut. Da hinten ist noch. Da hinten ist. Was ist denn da hinten? Gucken wir mal, was da hinten ist. Da brennt auf jeden Fall Licht. Hallo. Da ist ja jemand. Hallo. Ich glaube, hier wird hier so eine Siedlung gebaut werden oder was. Hier ist ein schwarzes Brett. Kann man kaputt hauen oder was? Was ist er hier für einer? Hallo? Kann man nicht die Axt im Rücken schlagen, schade. Ich fäll mal hier den Baum, der sieht groß aus. Ich glaube, vielleicht gibt er ja mehr als 2 Holz. Schauen wir mal. Ausdauer geht ein bisschen runter, ist aber nicht so schlimm. Einfach mal ein paar Bäume fällen, ist immer gut. Auf jeden Fall sieht das Spiel sehr nice aus. Wo fällt der Baum hin? Boah, der fällt mir schon wieder auf den Kopf. Ich glaube, der fällt immer in meine Richtung. Jetzt fällt er um. Boah, das ist aber echt, da habe ich einen Riesenbaum. Boah. Müsst ihr nicht jetzt mal so abfackeln, der ist ja mitten in diesem schwarzen Brett drin. Guck mal, ich bin so stark, ich kann diesen Baum hier locker wegschieben. Ist überhaupt kein Problem. Wenn er im Weg liegt, ne, dann rollt man den Baum einfach weg. So. Na komm, geh weg. Das ist ein bisschen komisch, dass das geht. So, jetzt liegt er nicht mehr im Weg. Wie viele Holz habe ich denn schon? Oh, guck mal, schon 4 Stück. Habe ich auch nur, also auch nur 2 für gekriegt. Ich sehe nichts, es ist so dunkel hier. Ich gehe mal da hinten, ist ja noch Wald. Da gehen wir mal gucken. Ob wir da nicht noch so ein paar Bäumchen fällen können. Ah, die erste Folge ist ja gleich schon rum und wir haben auch nicht viel geschafft. Wir haben 2 Bäume gefällt und einen Hirsch getötet. Na super. Läuft bei uns, ne? Können wir ein bisschen laufen, damit wir schneller da sind. Geht die Ausdauer zwar runter, aber macht ja nichts. Oh, Steine. Ich bin an den Steinen hängen geblieben. Ja, die Bäume haben so ein bisschen Zuckungen hier alle. Also pro Baum kriegt man irgendwie sowieso nur 2 Holz. Und was wir mit dem Holz machen können, werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich erfahren. Weil in dieser Folge nicht mehr. So sieht's aus. Fällt uns auch dieser Baum wieder auf den Kopf? Wahrscheinlich. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.